wie Sie wissen, weil Sie öfter hier sind, die Moderatoren müssen mir ein Lied aussuchen vorher, das haben wir jetzt gerade gehört. Das Lied heißt Daughter, ist von einer großen Rockband namens Pearl Jam und ich habe es schon ausgesucht, weil es mit dem Buch was zu tun hat, bin aber jetzt vorher gerade noch drauf gekommen. Dieses Lied erschien im Geburtsjahr von Rebecca Ruß, also so gibt es eine doppelte Verbindung. Deshalb kannte ich es auch noch nicht unbedingt. Genau, deshalb war es ihr unbekannt, weil ich bin alt. Ich sage Ihnen einfach vorher, das Buch, von dem Sie heute hören werden, heißt Mutterliebe und es geht, wenn es um Mütter geht, auch um Kinder, so kann man sagen. Und es geht um eine Tochter in diesem Buch und darum habe ich dieses Lied ausgewählt. Man hätte auch Mother von John Lennon nehmen können. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir vorher ein bisschen plaudern und die Rebecca liest dann im Stück durch. Rebecca, und wir haben auch beschlossen, dass wir per Du sind. Das ist so irgendwie. Rebecca, das ist deine erste Lesung hier im Literaturhaus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hier im Literaturhaus, ja. Obwohl du eigentlich eine Salzburgerin bist. Ja, Corona ist da leider dazwischen gekommen. Okay. Also seit Corona meine erste Lesung auch wieder. Ja. Du hast begonnen, mit Jugendromanen zu schreiben vor vielen Jahren. Jetzt sind innerhalb von 2 Jahren 2 Thriller erschienen. Wieso ist das? Gibt es einen Zusammenhang aus dem? Weil in beiden dieser Bücher kommen Kinder vor. Also ich mag gerne Geschichten, die was sehr auf persönlicher Ebene spielen und generell so Mutter-Kind-Beziehungen oder generell familiäre Beziehungen bieten einfach sehr viele Möglichkeiten für Konflikte. Deshalb wahrscheinlich, ja. In diesem Buch verschwindet ein Kind, also ich versuche so wenig wie möglich zu verraten, weil das ist das Bescheuerste, was man bei einem Thriller oder Krimi tun kann, verschwindet ein Kind und dann setzt sich so eine, die klassische, sozusagen ein Kind verschwindet und dann passieren ja äußerlich Dinge, die Polizei kommt. Das Kind wird gesucht. Das Kind, genau so kann man sagen, das Kind wird gesucht. Es gibt aber noch eine zweite Ebene sozusagen, in der die Ich-Erzählerin, diese Nora heißt sie, mit sich selber plötzlich auch in so etwas wie einen Thriller gerät, innerlich. War das von vornherein der Plan, diese 2 Ebenen, das ist so, also so empfinde ich zumindest, dass es eine äußere Ebene gibt, die zu den klassischen Thriller-Plot, aber auch einen inneren Thriller, weil, und wir verraten nicht so viel, aber es gibt da dann mehrere Mütter und ja. Ja, das war eigentlich von Anfang an der Plan, weil wenn die Geschichte Kind verschwindet, die wurde ja generell schon sehr oft erzählt und mir war es wichtig, dann noch eine zweite Ebene oder einen zweiten Twist eben der Geschichte hinzuzufügen, die Leute vielleicht so noch nicht kennen. Das, also zumindest mein Kollege Clemens Panagel, der eine Geschichte die Woche in den Salzburg nachgeschrieben hat, hat das auch so gesehen. Der schreibt eigentlich, dass es ganz was Besonderes, dass dieses Buch ganz was Besonderes ist. Da hat er recht, weil er arbeitet bei den Salzburger Nachrichten. auf der Homepage habe ich diesen Satz gefunden, das Schreiben, irgendwie, also der Antrieb zum Schreiben ist so, dass man träumt und sich dann eine bunte Welt ausdenkt. Trifft das denn auch zu, wenn man Thriller schreibt? Es war noch mehr in der Zeit, wo ich Jugend- und Fantasy-Romane geschrieben habe. Da habe ich auch in meiner Schulzeit begonnen, wo ich gerne Träume aus dem Fenster geblickt habe. Bei Thrillern ist es weniger so tatsächlich, dass man sich in eine Welt hineinträumt. Aber es ist, hat auch was mit Fantasie zu tun, natürlich, ja. Dass die beiden Bücher so schnell hintereinander kommen, war, weil sie schon beide fertig waren? Das hat eher damit zu tun, dass ich für beide gleichzeitig einen Vertrag unterschrieben hatte. Also die erste Frau habe ich erst in Ruhe geschrieben, dann kam der Vertrag und dann war noch einige Zeit, bis das Buch erschienen ist und in der Zeit habe ich schon den zweiten. Genau, ich habe vergessen, gehabt. Das erste Thriller heißt Die erste Frau. Genau, ja. In diesem Buch gibt es einen Satz, wo diese Ich-Erzählerin Nora sagt, ich wusste nicht mehr, wo die Realität aufhört und wo der Wahnsinn beginnt. Ist das beim Schreiben auch manchmal ein Zustand, in dem man kommt, dass man zwar auf der einen Seite so seine Geschichte weitererzählt, aber dass es trotzdem eine Ebene gibt, die sozusagen ein bisschen unheimlich ist? Es gibt natürlich Szenen, die einen mehr mitreißen wie andere, wo man auch merkt, okay, plötzlich sitzt man ganz verkrampft vor dem Schreibtisch und schwitzt und der Puls rast. Das passiert schon auch beim Schreiben, aber generell plant man die Geschichte ja auch und hat dazu noch ein bisschen mehr Distanz vielleicht wie andere Leute. Ja. Dass es Thriller geworden sind, hat das einen bestimmten Grund? Einfach, weil ich gemerkt habe, also früher habe ich ja
Jugendromane geschrieben, weil ich auch mit dem Schreiben angefangen, wo ich selbst noch Jugendliche war. Und da waren das auch die Themen, die mich beschäftigt haben. Und im Laufe der Jahre hat sich das aber geändert. Da habe ich gemerkt, ich lese auch selber andere Bücher, meine Interessen haben sich geändert. Und ich lese selber einfach unheimlich gerne Thriller und Krimis. Und so haben es angefangen, die ersten Ideen zu entwickeln. Und deshalb entstand dann auch dieser Wechsel zu Krimis und Thriller. Dann würde ich sagen, weil du es gerne liest, wir beginnen einfach das jetzt. Ja, damit gerne. Wir aus dem Buch, auf dem Buch etwas hören. Und ein Hallo noch an den Saal. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin heute Abend. Also, zu Beginn der Geschichte macht Nora gerade eine sehr schwere Zeit durch. Ihre beste Freundin Kirsten hat vor kurzem Selbstmord begangen. Und am Vortag war jetzt Kirstens Beerdigung und Nora wollte aber nicht, dass ihre kleine Tochter Luisa zu der Beerdigung mitkommt und hat diese deshalb bei deren Vater Matthias über Nacht gelassen. Als Nora nun am nächsten Morgen munter wird, hätte Matthias Luisa eigentlich längst zurückbringen sollen. Aber noch ist keine Spur von den beiden zu sehen. Und an dieser Stelle möchte ich nun gerne einsteigen. Ich war auf dem Sofa eingeschlafen, was mir überhaupt nicht ähnlich sah. Nicht einmal nach der Flasche Wein, die ich gestern getrunken hatte und die nun umgekippt auf dem Teppich lag. Beim Drehen meines Kopfes bohrte sich ein scharfer Schmerz durch meine Stirn. Es pochte, es dröhnte. Ich konnte kaum die Augen offen halten. Der Schmerz bewegte sich in Wellen durch meinen Körper und ließ mich stöhnen. Gleichzeitig hatte er etwas Befreiendes. Es würde ich endlich für meine Vergehen bestraft werden. Am liebsten wäre ich den ganzen Tag so liegen geblieben, doch ich hatte Verpflichtungen. Ich war eine Mutter. Luisa würde bald zurück sein und ich hatte ihr einen Ausflug versprochen. Reiß dich zusammen! Heftiger Schwindel erfasste mich. Kaum hatte ich die Füße auf den Boden aufgesetzt. Hatte ich gestern überhaupt etwas gegessen? Bei Kirstens Leichenschmaus hatte ich keinen Bissen runterbekommen und zum Abendessen hatte es nur die Flasche Rotwein gegeben. Kein Wunder, dass ich mich so elend fühlte. Trotz des Schwindels zwang ich mich weiterzumachen. Einen Schritt nach dem anderen. Auf dem Weg nach draußen sammelte ich noch das Handy vom Boden auf. Ein Blick auf den Bildschirm bestätigte meine Befürchtung. 10 Uhr. Matthias kam also wieder mal zu spät. Ich war erst wütend wegen seiner Verantwortungslosigkeit, dann erleichtert. Vielleicht hatte ich sogar noch genug Zeit für eine rasche Dusche, um den gestrigen Tag von mir abzuwaschen. Heute sollte endlich alles anders werden. Ein Neuanfang. Kirsten war tot. Es war vorbei. Ich könnte sogar meinen Weinvorrat beseitigen. Luisa verdiente eine Mutter, die bedingungslos für sie da war. Ich schleppte mich die Treppe hoch, ignorierte das Schwanken meiner Beine und das Zittern meiner Hände, das leise Flüstern, das mir sagte, dass es nur eines Schluckes bedurfte, damit es mir wieder besser ginge. Doch damit war jetzt Schluss. Der Blick in den Spiegel bestärkte mich darin. Es war der Blick auf einen Geist. Ich konnte nur hoffen, dass die Dusche mich etwas beleben würde, sonst würde ich Luisa mit meinem Anblick noch Angst einjagen. Luisa, wo steckte sie nur? Ich rief Matthias an, während ich die Dusche anstellte, doch er ging nicht ran. Mistkerl, das war mal wieder typisch. Oder war das seine Art, mich für gestern zu bestrafen? Kirsten hatte mich gleich vor Matthias gewarnt, als ich ihn kennengelernt hatte. Sie war dabei gewesen, als sich unsere Blicke in einer Bar gekreuzt hatten. Mir hatte gefallen, wie selbstbewusst er mich fixierte, und ihm gefiel, wie mein Rocksaum meine schlanken Beine umspielte. Wir waren noch in derselben Nacht im Bett gelandet. Ein kurzes, belangloses Vergnügen, das ich am nächsten Morgen bereut hatte, als klar wurde, wie wenig wir eigentlich gemeinsam hatten. Ich hatte nicht vorgehabt, Matthias danach jemals wiederzusehen, hatte die Begegnung mit ihm schon fast wieder vergessen, bis ich schwanger geworden war. Etwas, das eigentlich unmöglich sein sollte, weshalb ich es mit der Verhütung oft nicht so ernst nahm. Ich kämpfte seit meiner Jugend mit Endometriose, einer chronischen Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, die wie ein Krebsgeschwür meinen gesamten Unterleib verknotete.
Ich hatte deshalb mit 19 schon mal eine schmerzhafte Fehlgeburt erlitten. Und danach hatte seitens der Ärzte geheißen, dass ich überhaupt keine Kinder mehr bekommen könne. Dieses Baby war ein Wunder gewesen. Und ich hatte von Anfang an den starken Drang verspürt, es zu beschützen. Sogar vor dem eigenen Vater. Ich hatte es Matthias deshalb zuerst gar nicht erst sagen wollen. Aber Kirsten hatte mich dazu gedrängt, es doch zu tun. Wegen des Babys. Es braucht deinen Vater, hatte sie mir eingeschärft. Und da hatte ich es getan. Matthias war zunächst geschockt gewesen, hatte abgestritten, der Vater zu sein. Doch dann hatten wir angefangen, nach Lösungen zu suchen. Wir passten nicht zusammen. Das war uns beiden von Anfang an klar gewesen. Er war mir zu nonchalant, ich ihm zu kontrollsüchtig. Wir waren unfähig, eine Unterhaltung zu führen, ohne uns dabei in die Haare zu bekommen. Am Ende hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich Luise allein großziehen und er bloß eine untergeordnete Rolle einnehmen würde. So war es uns beiden lieber. Er versprach mir, mich zu unterstützen, was er dann jedoch nie tat. Bei seinem ersten Besuch war Luise bereits 2 Wochen alt gewesen. Er schien Schwierigkeiten zu haben, sie überhaupt in den Arm zu nehmen. Deshalb war ich nun auch so wütend, weil er sich erdreistete, sich plötzlich als Vater zu inszenieren, nachdem er Luises Existenz 5 Jahre lang fast gänzlich ignoriert hatte. Er verdiente sie nicht. Nicht einmal jedes zweite Wochenende. Und nun wollte er sogar mehr. Stritt mit mir wegen der Feiertage und drohte sogar, vor Gericht zu gehen, wenn nötig. Aber das sollte er ruhig versuchen. Niemand würde mir meine Tochter wegnehmen. Mein Handy vibrierte am Waschbeckenrand. Sofort streckte ich meinen Arm aus der Dusche, in der Hoffnung, dass es Matthias sein könnte. Doch es war bloß eine SMS meiner Mutter, die mich fragte, wie es mir ging und ob sie später etwas zu essen vorbeibringen sollte. Ich ignorierte ihre Nachricht und schaltete wieder zum Display um. 10:10. Langsam wurde mir mulmig zumute. Luisa hätte um 9 hier sein sollen. War es wirklich so schwer, mir zumindest Bescheid zu geben, wenn sie sich verspäteten? Ich wickelte mir ein Handtuch um und wählte erneut Matthias' Nummer. Nach dem 3. Klingeln hob endlich jemand ab. Es war Alice, die mit ihrer hohen Stimme wegen irgendetwas kicherte, das nichts mit mir zu tun hatte. »Hallo? Hier ist Nora!« »Nora, hallo! Was gibt's denn?« »Was gibt's?« Ich verkniff mir einen Kommentar. »Ich rufe wegen Luisa an. Wo bleibt ihr so lange? Ich wollte mit ihr einen Ausflug machen.« Kurz wurde es still in der Leitung. »Luisa?« Alice wirkte nun ernst. »Aber wir haben Luisa vor über einer Stunde bei dir abgesetzt.« Ich rannte mit nassen Füßen und nur in einen Bademantel gewickelt auf die eisbezogene Straße. »Luisa? Luisa!« Panik ließ meinen Puls in die Höhe jagen und hatte den Schwindel aus meinem Körper vertrieben. Gleichzeitig zwang ich mich zur Ruhe. »Alles gut. Nichts passiert. Luisa war bestimmt gleich um die Ecke. Hinter den Brombeerbüschen vielleicht oder im Garten hinterm Haus.« Ich umrundete das Grundstück 3-mal hintereinander, blickte hinter jeden Baum, jeden Strauch, robbte sogar unter mein Auto und hinter die Mülltonnen. Hatte Luisa vielleicht geklingelt und ich hatte sie nicht gehört? Hatte ich meine eigene Tochter in der Kälte stehen lassen? Wo könnte sie hingelaufen sein? Zu den Beurers vielleicht, die zweite Reihenhaushälfte bewohnten. Luisa mochte Frau Beurer wegen ihrer herzlichen Art und ihrer Schublade voller Kekse, aus der sie immer großzügig verteilte. Egal, wie oft ich sie darum bat, es nicht zu tun. Ich klingelte, ohne mich um meine Erscheinung zu scheren. Herr Beurer öffnete die Tür. Er trug noch Pyjamas und einen karierten Morgenmantel und blickte mich verwirrt an. »Nora? Was ist denn los? Geht es Ihnen gut?« »Ich suche meine Tochter, Luisa. Haben Sie sie gesehen?« Ich keuchte die Worte. Meine Füße waren taub vor Kälte. Mein Herz starr vor Schreck. Ich betete,
dass Luisa gleich hinter ihm nach draußen geflitzt kam und ich sie in meine Arme schließen konnte. Bitte, 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 lieber Gott, ich würde auch nie wieder einen Tropfen Alkohol anrühren. Herr Beurer schüttelte den Kopf. Tut mir leid, was ist denn passiert? Ist sie weggelaufen? Ich rannte wieder auf die Straße, ohne eine Antwort zu geben, und klingelte noch bei 4 weiteren Nachbarn. 2 waren nicht da. Die anderen beiden Familien hatten Luisa ebenfalls nicht gesehen. Frau Zimmermann vom Haus an der Ecke zwang mich schließlich hereinzukommen. Ich sollte mich erst mal beruhigen und mir etwas anziehen. Danach könnten wir uns in Ruhe einen Plan überlegen und die Polizei verständigen. Die Polizei? Ich lachte auf. Wie lächerlich. Meine Tochter war nicht fort. Sie spielte mir nur einen Streich. Gleich würden wir darüber lachen. Luisa war so ein verträumtes Kind. Bestimmt hatte sie sich bloß ablenken lassen und dabei die Zeit vergessen. Meine Tochter war nicht fort. Meine Tochter... Plötzlich gaben meine Beine unter mir nach. Ich landete auf allen 4 auf dem kalten Dielenboden der Zimmermanns. Der Bademantelkragen rutschte von meinen Schultern. Ich zitterte so heftig, dass ich ihn nicht mehr greifen konnte. Frau Zimmermann kniete vor mir und rief ihrem 10-jährigen Sohn, der mit einem dumpfen Gesichtsausdruck auf der Treppe stand, etwas zu. Ihre Stimme versickerte im Nebel meiner Gedanken, bis ich nichts mehr wahrnahm, außer dieser einen verheerenden Erkenntnis, die meine ganze Welt erschütterte. Meine Tochter war fort. Und Luisa bleibt vorerst auch verschwunden. Die Polizei sucht überall nach dem kleinen Mädchen, doch erstmal ohne Erfolg. Und während die Ermittlungen andauern, wird schnell klar, dass Nora selbst ein paar Geheimnisse hütet, die sie vor der Polizei verbergen möchte. Die nächste Szene, die ich nun vorlesen möchte, spielt 2 Tage nach Luisas plötzlichem Verschwinden. Nora wird zunehmend verzweifelter und ist dabei, ein Geständnis zu machen, das ihr Leben für immer verändern wird. Jede Mutter kannte das Gefühl, diese eine Sekunde, in der man nicht hinsah und das eigene Kind außer Sichtweite geraten war. Der Moment, in dem es taumelte und beim Spazierengehen der Straße zu nahe kam. Wenn es sich auf dem Balkon zu weit nach vorne beugte. Wenn es nach dem heißen Backblech griff. Wenn es das Geländer losließ. Oder die eigene Hand. Dieses Zusammenkrampfen der Gedärme, was einem die Luft aus den Lungen drückte. Als würde man fallen in ein bodenloses Loch ohne Abgrund. Der tiefe Schrecken, der einem bis zu den Knochen geht, bevor kurz darauf die Erleichterung folgte. Weil das Kind bloß von einem Rucksack verdeckt war, weil man es wieder sicher bei der Hand packen konnte, weil nichts passiert, weil wieder alles gut war. Doch bei mir hörte das Gefühl nicht auf. Ich fiel noch immer, die ganze Zeit. Am Morgen nach dem Aufstehen, nach einer weiteren Nacht ohne Schlaf, auf dem Weg die Treppe runter und während ich die Kaffeemaschine einschaltete und stumm daneben stand und dem Zischen lauschte. Ich fiel und fiel und das Einzige, was ich mehr fürchtete als den Fall selbst, war der Aufprall, der alles vernichten würde. Ich vermisste Kirsten in diesem Moment, ihr rauchiges Lachen und den warmen Klang ihrer Stimme, der verhieß, dass alles gut werden würde. Sie wüsste genau das Richtige zu sagen und im passenden Moment zu schweigen. Kirsten, die ich immer hatte anrufen können und die immer für mich da gewesen war. Ich hatte es ihr schlecht gedankt, aber ich wünschte dennoch, sie wäre jetzt bei mir. Sie würde verstehen, was ich durchmachte. Sie, mehr als jede andere. Und ich verstand nun auch, wie Kirsten sich gefühlt haben musste, nachdem ich die Verbindung zu ihr von einem Tag auf den anderen gekappt hatte. Ich hatte dabei nur an meine eigene Angst gedacht, nicht an diesen tiefen Schmerz, den ich Kirsten verursacht hatte und den ich nun in meiner eigenen Brust fühlte und von dem ich keine Ahnung hatte, wie ich damit leben sollte.
Doch mein Schmerz half Kirsten nicht mehr. Es war zu spät für Entschuldigungen und für Vergebung erst recht. Kirsten war fort und damit auch jede Gelegenheit zur Versöhnung. Ich musste da alleine durch. Mein Handy lag auf der Küchentheke. Ich starrte es die ganze Zeit an. Doch noch hatte ich mich nicht getraut, es zur Hand zu nehmen, die Nummer der Polizei zu wählen und den Anruf zu tätigen, den ich meiner Mutter versprochen hatte. Es war gerade erst 6 Uhr und ich redete mir ein, dass um diese Zeit ohnehin niemand abheben würde. Nichts wäre nach dem Anruf mehr so wie vorher. Doch ich musste diese Chance nutzen. Das war ich Luisa schuldig. Also wappnete ich mich, atmete tief ein, tief aus und ergriff das Telefon. Ein Blick auf das Display genügte und ich ließ es wieder fallen. Ich weiß, was du getan hast. Es war eine Facebook-Nachricht. Derselbe Satz hatte schon auf dem anonymen Brief gestanden. Diesmal sah ich neben dem Text Kirstens Profilbild. Sie war von ihrem Account aus verschickt worden. Ich wusste, dass es nicht Kirsten sein konnte und dennoch starrte ich fassungslos auf das erloschene Display. Kirsten war tot. Aber wer hatte mir die Nachricht dann geschickt? Und wieso? War es Max gewesen? Kirstens Mutter? Jemand, der ihr Passwort kannte und sich eingeloggt hatte, um mir einen Streich zu spielen? Der über uns Bescheid wusste? Der womöglich sogar Luisa hatte? Ich sank neben dem Handy zu Boden. Schwer atmend tippte ich eine Antwort ins Nachrichtenfeld. Wer ist da? Meine Augen brannten vom grellen Displaylicht, das ich direkt vor mein Gesicht hielt, doch niemand antwortete. Ich sah, dass Kirsten mich entfreundet hatte. Ihr Profil wäre für mich uneinsehbar geworden. Und wenn sie überhaupt nicht tot war? Der Gedanke schnitt tief wie ein Messer und traf mich tief, und dennoch ließ er sich, einmal gedacht, nicht mehr abschütteln. Wenn sie ihren Tod bloß vorgetäuscht hatte, um sich ein Alibi zu verschaffen und irgendwo ein neues Leben zu beginnen? Der Sarg war geschlossen gewesen. Ich hatte ihre Leiche nie gesehen. Aber bestimmt war so etwas heutzutage nicht möglich. Bestimmt gab es forensische Tests, die so etwas ausschlossen. Oder? Ich befand mich auf gefährlichem Terrain, wusste nicht mehr, wo oben und unten war, wo die Realität aufhörte und wo Wahnsinn begann. Wo ist Luisa? Schrieb ich erneut im Facebook-Chat. Wo? Ich wusste, dass ich keine Antwort erhalten würde. Dennoch musste ich mich zwingen, das Programm zu beenden. Mein Herzschlag raste und ich saß keuchend auf dem Boden wie ein angeschossenes Tier. Es wurde endlich Zeit, die Polizei zu verständigen. Kommissar Tiede ging beim ersten Klingeln ans Telefon. Frau Sommerweber, begrüßte er mich knapp, und etwas an seiner Stimmlage ließ mich aufhorchen. Wir sind bereits auf dem Weg zu Ihnen. Sind Sie zu Hause? Ich bin hier. Ich wollte... Gut, bleiben Sie dort. Er legte auf. Womöglich war er wütend, weil ich gestern so lange verschwunden gewesen war. Verständlich, aber ich hatte keinen Kopf, um mir länger deswegen Sorgen zu machen. Ich rannte bloß schnell nach oben, um mich umzuziehen und mein Gesicht zu waschen. Kaum war ich zurück in der Küche angelangt, klingelte es bereits. Heute waren sie wieder zu zweit, Kommissar Tiede und Kommissar Wagner. Draußen war es noch dunkel, als sie eintraten. Es war noch früh am Morgen, aber die Augen der Männer sahen so aus, als hätten sie ohnehin nicht geschlafen. Wie ich. Frau Sommerweber, Kommissar Tiede ergriff wie immer zuerst das Wort, während sein Kollege erstmal im Hintergrund blieb und seinen Blick durch den Flur schweifen ließ. Wir hatten gestern Schwierigkeiten, Sie zu erreichen. Ich muss Sie darum bitten, während unserer Ermittlungen stets verfügbar zu sein. Ich weiß, entschuldigen Sie, mein Akku war leer und ich...
Es wird nicht wieder vorkommen. Meine Ohren glühten. Ich hatte noch keine Ahnung, wie ich anfangen sollte. Bei meiner Mutter war es mir noch leicht gefallen. Doch nun hatte ich einen Kloß im Hals, der sich einfach nicht lösen wollte. Wie sich herausstellte, musste ich auch gar nichts erzählen. Es gibt Neuigkeiten, fing Kommissar Tede an. Leider noch nicht über Luisa, fügte er rasch hinzu, nachdem ich nach Luft geschnappt hatte. Aber in der Nacht haben wir einen interessanten Anruf von einem Nachrichtensender erhalten. Jemand hatte ihnen anonym einen Brief zugesandt, den sie im Fernsehen bringen sollten. Ein Fiasko sondergleichen. Wegen der Sensibilität des Themas haben sie aber zum Glück davon abgesehen und stattdessen uns den Brief zugespielt. Bereits beim Wort Brief war ich zusammengefahren. Ich war mir sicher, dass man mir meine Anspannung ansah. Dennoch spürte ich noch auf Glück. »Was für ein Brief?«, fragte ich. Da trat Kommissar Wagner nach vorn. In seiner Hand hielt er ein Stück Papier in einer Plastikfolie, das er bis jetzt hinter seinem Rücken versteckt gehalten haben musste. Ich wusste sofort, was es war, noch bevor ich den ersten Satz gelesen hatte. Ich erkannte die Schrift, den kraftvollen Schwung der Buchstaben, der mit jeder Zeile dynamischer wurde, bis die Worte sich gegenseitig zu verschlingen schienen. Es war einer von Kirstens Briefen. Diesen hatte ich nie erhalten. Es musste der letzte gewesen sein, den sie an mich geschrieben hatte. Der letzte, bevor sie ihrem Leben ein jähes Ende bereitet hatte. Ich neigte den Kopf, um ihn besser entziffern zu können. Da streckte Kommissar Wagner ihn mir entgegen. Möchten Sie ihn lesen? Uns würde es sehr interessieren, was Ihre Meinung dazu ist. Ich ignorierte seinen spitzfindigen Ton und zog wortlos das plastikverhüllte Papier an mich. Und wer jetzt wissen möchte, was genau in diesem Brief drinsteht. Nein, nein, Rebecca, ja? du hast die grandiose Chance, nein, jetzt ist es weg. Es war jetzt ganz kurz so, dass du die grandiose Chance gehabt hast, dieses ganze Buch fertig zu lesen, weil diese Sanduhr zwischendurch aufgehört hat. Ja. Also ich hätte Zeit. Ja, genau. Wie Sie sehen, es sind schon verschiedene Spuren gelegt. Mhm. Danke für das Lesen. Gerne. Danke fürs Dasein. Mhm. Wir übergeben an die Nächsten. Herzlichen Dank fürs Zuhören für die erste Lesung. Danke.